Einen wunderschönen guten Tag hier aus München und mein Gast heute ist Heiner Geißler. Ich grüße Sie, Herr Geißler. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind jetzt in München. Warum eigentlich? Ja, morgen ist ja der angebliche sogenannte Nationalfeiertag und ich muss nachher auf den Odeonsplatz und werde da von Bayern 3 interviewt über die deutsche Einheit. Und Sie kommen gerade aus dem Allgäu, hatten Sie mir erzählt. Was haben Sie da gemacht? Ich habe gestern Abend eine Lesung gehabt in Kempten mit meinem neuen Buch. Das neue Buch heißt Sapere Aude. Es hat viele aufgeregt und geärgert, dass ich einen lateinischen Titel genommen habe. Aber abgesehen davon, dieser Satz Sapere Aude stammt von Horaz, aber ist von Kant übernommen worden als Überschrift über die Aufklärung. Das heißt nämlich, wage zu denken, das ist das Schlagwort, wenn man so will, der damaligen Aufklärung gewesen. Und ich glaube, dass wir heute genauso eine neue Aufklärung brauchen wie vor 250 Jahren. Sie sagen Aufklärung. Also viele wissen ja mittlerweile, dass Sie Mitglied auch, also nicht nur der Generalsekretär, der Begriff Generalsekretär hat ja durch Sie so Bedeutung bekommen wie der Begriff Vizekanzler durch Müntefering. Und das würden Sie sicher anders sehen. Ja. Aber Sie sind Mitglied bei ATTAC geworden vor einigen Jahren. Was macht so ein Mann bei ATTAC? Ja gut, ich bin Mitglied bei ATTAC geworden einmal. Ich habe gesehen, wie die Berlusconi-Polizei bei dem Gipfel in Genua auf diese Schülerinnen und Schüler eingeschlagen hat und wie das Demonstrationsrecht massiv beeinträchtigt worden ist, im Übrigen nachher auch bei Heiligendamm. Und das Demonstrationsrecht ist für mich das vornehmste Recht der Bürgerinnen und Bürger neben dem Wahlrecht, um politisch auch der Regierung zu zeigen, was den Leuten passt oder nicht passt. Das darf nicht eingeschränkt werden. Und zweitens ist ATTAC eine Organisation, die ein absolut richtiges, großes Ziel propagiert hat. ATTAC gestern Abend hat der Buchhändler hat immer von ATTAC geredet. Da habe ich ihn in der Lesung darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich eine falsche Aussprache ist. Denn ATTAC ist die französische Abkürzung für Association pour Taxation des Transactions Financières à l'aide pour les citoyens. Das heißt, eine Organisation, die sich zusammengetan hat, ein weltweites Netzwerk sozusagen, vor allem junger Leute, für die Durchsetzung einer internationalen Finanztransaktionssteuer, dass nämlich die Devisenhändler und Spekulanten endlich auch eine Umsatzsteuer bezahlen müssen, während wir ja für jede Windel und für die Kaffeemaschine Umsatzsteuer bezahlen müssen, zahlen die keinen einzigen Cent für die Finanzierung der humanen Aufgaben. Und da hat ATTAC natürlich einen großen Sieg errungen. Vor 10 Jahren ist man dafür ja noch ausgelacht worden. Deswegen bin ich auch Mitglied geworden und gesagt habe, das muss unterstützt werden. Wie fand das denn Ihre CDU? Ja, da habe ich unterschiedliche Reaktionen natürlich bekommen. Die negativen Reaktionen, die waren halt darauf zurückzuführen, dass die Leute nicht informiert waren. Die haben gedacht, das ist eine Kampforganisation gegen die Polizei. Überhaupt in Deutschland ist das Demonstrationsrecht immer wieder verdächtigt worden, auch von den Sicherheitsbehörden. Als ob da Terroristen auf die Straße gingen. Das ist eines der wichtigsten Grundrechte. Und ich habe die dann schon aufgeklärt. Wir haben viele CDU-Mitglieder, die bei ATTAC sind und mitarbeiten. Haben Sie auch viele CDU-Mitglieder, die für eine Transaktionssteuer sind? Ich glaube, dafür sind jetzt alle. Also das ist inzwischen im Programm auch der CDU, auch der Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin setzt sich massiv für diese... Sie setzt sich ja vor allem für die Energiewende so richtig ein seit Fukushima. Musste ein wirtschaftspolitischer Super-GAU entstehen, damit sie auch für die Transaktionssteuer ist? Ja, für die Transaktionssteuer ist eigentlich schon seit geraumer Zeit. Das hängt natürlich auch mit der Finanzkrise zusammen. Ja. Nicht wahr? Weil diese Finanzkrise verursacht worden ist, vor allem durch Spekulation. Nicht? Und es einfach klar wurde, dazu hat die Finanzkrise, da haben Sie recht, natürlich beigetragen, dass eben auch in der Politik klar geworden ist, dass dieses Finanzsystem, in dem wir leben, so nicht weitergehen kann. Und eines
der wichtigsten Reformen, die durchgeführt werden muss, ist eben die Einführung dieser Finanztransaktionssteuer, denn es ist ja nicht einzusehen, dass bei einem börsentäglichen Umsatz, also jeden Tag, werden ja auf der Welt an den Börsen 2 Billionen Dollar umgesetzt, dass sie sich in keiner Weise an der Finanzierung der wichtigen Weltaufgaben beteiligen und gleichzeitig auch noch davon profitieren, dass sie ihre betrügerischen Spekulationsgeschäfte gemacht haben, dabei reich geworden sind. Und diese Finanztransaktionssteuer soll natürlich auch dazu dienen, das Geld von denen zurückzuholen, die die ganze Sauerei veranstaltet haben. Ja, Sie haben über Demonstrationen und Demonstrationsrecht und so weiter gesprochen. Vor geraumer Zeit hat ja die schwäbische Hausfrau demonstriert zu Stuttgart 21 und man hat sie als Schlichter geholt. Wenn Sie jetzt zurückdenken, wie weit sind Sie da gekommen als Schlichter? Also die Schlichtung in Anführungsstrichen, die gar keine Schlichtung war, sondern eher ein Faktencheck, die kam einfach 5 Jahre zu spät. In Stuttgart hat die Sache dermaßen eskaliert, da gab es hunderte von Verletzten, Schwerverletzte, einer davon ist sein lebenslang blind geworden, dieser Eskalation mit der Polizei gegen die Demonstranten. Da hat man mich eben gebeten zu vermitteln. Ich habe dies dadurch gemacht, nicht wahr, dass ich diese Auseinandersetzung, ich will mal so sagen, rationalisiert habe. Das heißt eben die Emotion so gut wie beseitigt habe. Und das macht man einfach dadurch, dass man einen Faktencheck veranstaltet. Nicht wahr, dass man eine totale Transparenz ermöglicht unter dem Motto, alle an einen Tisch und alles auf den Tisch. Und alle an einen Tisch, das heißt der Ministerpräsident, der Bundesverkehrsminister, Regierungspräsident und wer auch immer, müssen sich an einen Tisch setzen mit denen, die sie vorher noch verunglimpft haben, als Pseudoterroristen, Altkommunisten, Feierabendrevolution, frustrierte Veganer, negativ orientierte Baumschützer und was man denen alles vorgeworfen hat. Und die haben sich nun bereit erklärt, zusammen an einem Tisch das Pro und Contra zu erörtern. Und das ist vor allem, es war vor allem wichtig, dass dieser Austausch von Argumenten total transparent gemacht worden ist. Von der ersten bis zur letzten Minute wurde das im Fernsehen, vom Fernsehen übertragen, von Phoenix und SWR3, ins Internet gestellt und Millionen von Leuten haben dazu gesehen und haben sich eben erstklassige, unmittelbare Informationen verschaffen können. Und dadurch ist eben eine Deeskalation, um ein blödes Wort zu benutzen, erreicht worden. Die Auseinandersetzung wurde versachlicht. Es war nicht so, dass nun diejenigen, die vorher gegen den Bahnhof waren, plötzlich alle für den Bahnhof gewesen sind. Aber es hat sich doch eine Änderung im Meinungsbild ergeben. Vor diesem Faktencheck waren nur 30% für den neuen Bahnhof und 60% waren dagegen. Und nach dem Faktencheck hatte sich das gerade umgekehrt. Und so ist ja nachher auch die Volksabstimmung ausgegangen. Sie sagen, da waren 2 Parteien, der Ministerpräsident und die Seite und die andere Seite eben mit den Gruppen, die Sie gerade, wo Sie die Bezeichnung gerade gewählt haben. Aktionsbündnis. Dieses Aktionsbündnis. Wenn Sie rückwirkend jetzt einfach mal draufschauen und merken, dass der Ministerpräsident, der diese Leute als gefährlich empfunden hat, selber quasi untergetaucht ist und sich jahrelang von Banken alles hat diktieren lassen, bis zur letzten Zeilenpassage, auch in Sitzungen und so weiter. Wie sehen Sie das? Also manche sagen ja, er war der Schwerverbrecher. Nein, das wäre ganz sicher übertrieben. Und das mit dem Dirk Notheiß, das ist auch, das kann man nur verstehen, wenn man eben weiß, dass es uralte Freunde gewesen sind. Der Dirk Notheiß war Landesvorsitzender der Jungen Union und Mappus war Staatssekretär und war auch Landesvorsitzender. Wir sind hier in München, also ich weiß, dass Sie kennen ja den Franz Josef Strauß, der hat ja auch gute und lange Freunde gehabt und so haben die auch Geschäfte gemacht. Aber ist das nicht mit ein Grund, dass eben unsere Wirtschaftsordnung gerade an sowas Schaden nimmt?
Ja, es hat eben vor allem einen wahnsinnig schlechten Eindruck gemacht. Das ist wahr. Abhängigkeiten sind dadurch nicht geschaffen worden. Im Übrigen, was diesen ganzen Komplex anbelangt, es wird ja alles noch untersucht. Und ich beteilige mich ganz ungern an einer absoluten Verurteilung von Leuten, über die eigentlich noch nie und noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist, dass sie sich falsch verhalten haben. Aber sie haben einfach einen schlechten Eindruck gemacht und man kann es auch als Dummheit bezeichnen. Das sind ja mehr so private Informationen gewesen. Ich muss mir vorstellen, sie sind jahrelang zusammen in einer Jugendgruppe gewesen und haben sich bestens gekannt und haben diese, also die haben anders miteinander geredet als, sagen wir mal, der Vorstandsvorsitzende einer großen Bank und der Ministerpräsident, sondern das kann man nur verstehen aus dieser langjährigen freundschaftlichen Verbindung und trotzdem hätte man das so nicht machen dürfen. Vor allem hätten sie es löschen müssen. Nicht? Das geht ja im Grunde genommen niemand an, was da die privat miteinander über diese Geschäftsbeziehung geredet haben. Spannend, also wir werden ja sehen, wie das weitergeht. Wie ist es eigentlich? Sie sind ja einige wenige Jahre älter als ich und schauen Sie ein bisschen aus der Distanz auf die Tagespolitik? Nein, also ich bin nach wie vor sehr engagiert. Ich kann mich auch noch aufregen, das ist auch wahr, aber das schadet ja im Übrigen auch gar nichts. Wann haben Sie sich zuletzt aufgeregt, also so richtig empört? Ich habe mich empört, zum Beispiel, als ich gelesen habe, dass in Tunis die alte Verfassung, die hatte die völlige Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie bei uns im Grundgesetz formuliert. Und jetzt haben die neuen Herrscher in Tunis, nicht, die Islamisten und wer da einmal, Mujahedin und halt diese ganze religiöse Gruppierung, die da an die Macht gekommen ist, die haben oder wollen das jetzt ändern. Sie haben es noch nicht geändert. Aber die haben den Vorschlag gemacht, dass dieser Artikel in dem tunesischen Grundgesetz geändert werden soll durch die Rolle der Frau, wird definiert durch ihre Komplementarität zum Mann. Also was soll dieses Wort Ungetüm heißen? Die Rolle der Frau wird gesehen als Ergänzung zum Mann. Und was das heißt, es wird wieder dieses Abhängigkeitsbezugssystem verfassungsrechtlich installiert, wo die Frau eben praktisch das Anhängsel, das Eigentum des Mannes ist. Und dadurch wird ein Land wie Tunis eben wieder zurückgeworfen, eben diese autokratische, islamistische Missachtung der Menschenwürde der Frauen. Ähnliche Entwicklungen gibt es ja auch in anderen Ländern, die wir als westliche Welt in den letzten 2 Jahren befreit haben. Also Sie merken schon, dass da keine Freiheit entstanden ist durch die Befreiung. Wieso machen wir das? Also der Irakkrieg war ganz sicher ein Fehler, gar keine Frage. Und er baute auch auf einer Lüge auf, nämlich auf die Behauptung, dass ich zu Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen habe. Was da abgelaufen ist, hat der Autorität und der Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten als der Vormacht der westlichen Demokratien wahnsinnig geschadet. Abu Ghraib, Guantanamo, was die Amerikaner da gemacht haben, das kann man in Jahren gar nicht mehr wiedergutmachen, weil dadurch natürlich auch die Glaubwürdigkeit der anderen westlichen Demokratien in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Man hätte sich eben mal daran orientieren müssen, wann Gewaltanwendung zwischen den Staaten moralisch erlaubt ist. Es gibt Situationen, nicht wahr, wo man sich für die Menschenrechte einsetzen muss, wenn es gar nicht anders geht, dann eben möglicherweise eben auch durch militärische Gewalt. Das haben wir ja in Jugoslawien, in Serbien, im Kosovo gemacht, völlig zu Recht, das ist ganz klar. Aber die Amerikaner, damals George W. Bush, kein großer Präsident, diesen wahnsinnigen Fehler gemacht.
den Krieg angefangen mit dem Irak. Afghanistan ist etwas anderes. Nicht? Afghanistan, dieser Einsatz der NATO ist einmal legitimiert durch einen Beschluss der UNO. Nicht? Und zweitens, da ging es nun in der Tat vor allem auch um die Befreiung der Frauen.